In diesem Videotraining zeige ich Ihnen, wie Sie einem Video oder einem Foto oder einer Grafik Bier hinzufügen. Ja, Sie haben richtig gehört, Bier hinzufügen. Die Entwickler von Magix haben da einen gewissen Sinn für Humor und haben hier eine entsprechende Funktion eingebaut. Sie finden diese Funktion oder vielmehr die Vorlage hier im Register Vorlagen im Bereich Bildobjekte in der Rubrik Voll. Haben Sie hier die Vorlage Bier. Ich ziehe die Vorlage in das Projektfenster auf das Foto dieses bekannten Dubliner Pubs. Und dann sehen Sie, was hier im Projektfenster passiert. Magix fügt hier zwei weitere Clips hinzu. Da haben wir zum einen die Grafikanimation. Das eigentliche Bier. Sie sehen ja auch schon den steigenden Füllstand. Und hier auf Spur 3 haben wir eine akustische Untermalung. Aber was erzähle ich denn hier? Wir gucken uns das jetzt einfach mal an. So, ich stoppe die Wiedergabe mal, weil Sie haben es wahrscheinlich auch schon gesehen. Hier ist das Foto nicht mehr zu erkennen. Hier sehen wir rein das Bier. Das liegt daran, dass das Foto nicht lang genug ist. Das werde ich jetzt mal ändern. Ich zoome deswegen hier mal so ein bisschen raus und ziehe das Foto hier mal auf die Gesamtlänge der Animation und gebe das dann nochmal wieder. Ja, damit können Sie jetzt Ihren Fotos oder Ihren Videos Bier hinzufügen. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen zum großen Videotraining XXL zu Magix Video Deluxe. Mein Name ist Martin Quedenbaum. Ich habe seit 2007 fast jedes Jahr ein Buch zu Magix Video Deluxe veröffentlicht und viele meiner Leser haben mich gebeten, doch mal ein Videotraining zu veröffentlichen. Dem bin ich jetzt gern nachgekommen. Dieses mehr als 10 Stunden umfassende Videotraining wird Sie im Umgang mit Magix Video Deluxe in nahezu jeder Hinsicht unterstützen. Sollten Sie Fragen zum Videotraining oder zu Magix Video Deluxe haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Viel Freude mit dem Videotraining!